Beste Grüße aus dem Europaparlament hier aus Straßburg nach Frankfurt, nach Halle, nach Magdeburg, nach Hamburg. Eine sehr intensive Woche ist hinter uns. Wir haben in einer wichtigen Abstimmung leider verloren. Die Uploadfilter, die in der Urheberrechtsreform mit versteckt sind, werden leider jetzt kommen müssen. Die CDU, CSU hat dafür gestimmt. Wir haben uns dagegen gestellt und es ist uns nicht gelungen, hier eine Mehrheit zu bekommen. Aber ich finde es wichtig, dass es jetzt eine Bewegung gibt. Geht wählen und entscheidet, für welche Partei ihr stimmt, ob für eine Partei, die Uploadfilter erlaubt und will und sich drumherum drückt, in diesem Kompromiss, den es jetzt gefunden hat, im Artikel 13 und 17, wie abgestimmt wurde, oder aber eine Partei wie die SPD, die dieses Themenfeld weiterentwickeln will, die Freiheit im Internet aufrechterhalten will und die dieses Thema gerne neu aufsetzen möchte. Da müssen wir weiterarbeiten, hier ist noch nicht alle Tage Abend. Zwei andere wichtige Themen treiben mich als Außenpolitiker auch diese Woche hier um. Das eine ist die neue Krise zwischen Israel und Palästina und die Zugeständnisse der USA, die Golanhöhen freizugeben an Israel. Ich finde es richtig und wichtig, dass der deutsche Botschafter Heusgen bei den Vereinten Nationen klargemacht haben, dass es hier um einen Rechtsbruch geht. Internationales Recht wird gebrochen, sowohl in der Anerkennung der Golanhöhen als auch in dem Umzug der Botschaft Amerikas von Tel Aviv nach Jerusalem. Und ich fordere von der Kommission und von den europäischen Staaten, hier jetzt mit einer Stimme zu sprechen. Europa darf nicht gespaltet werden. Und hier ist es auch die Ratspräsidentschaft Rumäniens, an die ich appelliere, zurückzuziehen, was sie verlautbart haben, nämlich auch die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ziehen lassen zu wollen. Entweder alle europäischen Botschaften ziehen nach Jerusalem oder keine. Das muss die europäische Linie sein. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Linie. Und diesbezüglich hoffe ich, dass wir hier weiterkommen. Ein zweiter Punkt treibt mich auch hier aus Straßburg um, nämlich eine Diskussion in Deutschland. Ich finde es gut und wichtig, dass Andrea Nahles gesagt hat, wir liefern nicht in Kriegs- und Krisengebiete. Deutschland, Frankreich, die europäischen Staaten haben das in einem gemeinsamen Standpunkt 2008 festgelegt. Daran müssen wir uns halten, auch Frankreich. Und die Diskussion, die jetzt aufgemacht wird, gemeinsame Rüstungsprodukte zu entwickeln, wo, wenn der Anteil ganz klein ist aus Deutschland, diese Rüstungsprodukte in alle Welt geliefert werden können nach französischen Standards, die teile ich nicht und ich hoffe, dass wir hier standhaft bleiben. Und ich fordere auch die deutsche Regierung auf Frankreich zuzugehen und das zu fordern, nämlich den gemeinsamen Standpunkt von 2008 einzuhalten, dass wir nicht in Kriegs- und Krisengebiete liefern. Das hat das Parlament auch mehrfach abgestimmt. Hier appellieren wir jährlich in einem Rüstungsexportkontrollbericht, dass wir hier diesen Standpunkt gerne auch umgesetzt sehen wollen. Das waren die Themen, die mich hier umgetrieben haben in der Straßburg-Woche. Wir gehen jetzt nochmal in intensive Wochen nach Brüssel und dann haben wir nochmal eine Straßburg-Woche im nächsten Monat hier im Parlament. Alles Gute und schreiben Sie mir, schreibt mir und bringt euch ein für Europa und sprecht die Leute an, dass sie wählen sollen. Da müssen wir jetzt Klarheit schaffen gegenüber den Rechtsextremen, den Populisten. Wir sehen, was beim Brexit gerade passiert. Und jetzt klingelt es auch schon. Ich muss nun ins Parlament, in den Plenarsaal.